klar. Dann machen wir uns mal auf die Suche nach Beeren. Und nach Stöckern. Gut, hier ist noch nichts passiert. Hier ist noch ein Stein, den nehme ich auch gleich mit. So. Ja, ich weiß, dass ich ein paar Mal vergesse, dann die Anmoderation neu zu machen. Ich cutte das dann einfach irgendwie. Tut mir leid. Ich versuche dran zu denken. Oh, wie viel Gras wir hier haben, das ist auch toll. So, Stöcker, Stöcker, Stöcker. Müssen wir eher mal hier unten gucken. Gut. Mehr Stöcker, hier haben wir schon abgeerntet. Bienen. Sind Bienen gut oder sind Bienen schlecht? Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nicht wirklich. Ich weiß, dass es Killerbienen gab. Aber ich weiß nicht, ob das Killerbienen sind. Da haben wir doch noch Stöcker. Sehr gut. Ah, beim Speichern stockt das immer so ein bisschen. Gut, dann kann man noch ein bisschen mehr Richtung Norden gucken, ob da noch ein paar mehr Beeren für uns sind. Ja, eine Beere ist ein bisschen knapp. So, hier ist noch ein Samen, das ist auch gut. Also wir können mit den Samen dann natürlich auch was anpflanzen, aber da müssen wir halt erstmal so ein Beet bauen. Und dafür fehlt uns das Bubu. Es sind aber richtig viele Hasen, also da können wir eigentlich gut von leben. So, sehr gut. Auch alles wieder einigermaßen nachgewachsen. So nachwachsende Rohstoffe sind schon was Tolles. Also Pupu müssen wir aber unbedingt noch finden. Auch richtig wichtig. Hasen hin oder her. So. Gut, dann haben wir heute sozusagen hauptsächlich Baumaterialien gefarmt. Aber auch sehr wichtig. Gut, dann können wir dann nochmal runter gucken. Richtung den Hasen. Wo war? Oh, wir sind ja auch ganz schön weit weg wieder. Na gut. Schauen wir mal, ob da jemand ins Netz gegangen ist. Ist das Windrauschen? Ja. Sehr gut. Ah, verdammt. Ah, hier ist noch einer drinne. Ja, noch eine müssten wir haben. Die hatte ich hier drüben aufgestellt. So, ja, gut. Jetzt mal hier gleich noch eine. Nein! Verdammt. Gut, können wir hier noch eine setzen. Und hier drüben noch eine setzen. Gut. Bist du da gleich rein? Dann nehme ich dich gleich mit. Okay. Sehr gut, aber ich habe nichts mehr zum Baiten. Deswegen müssen wir das wohl auch später verschieben. So, ich habe immer noch Orientierungsprobleme. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Gut, hier ist auch alles nachgewachsen. Jetzt ist es schick. So, dann haben wir jetzt als nächstes den Kochtopf. Der ist auch extrem wichtig. So, Food.
Achso, ich muss meinen Stein wieder nehmen. So. So, ja, du bist sehr hungry, ich weiß. Nee, halt. So, das war, glaube ich, ziemlich gut. So, haben wir noch eine Axt? Ja. Machen wir noch den Baum tot. Brauchen trotzdem noch viel mehr. Njam, 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 njam. Boah, das ist richtig, richtig gut ist das so. Geht das auch mit Pelzen? So, hier den Baum können wir noch fällen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann will ich eigentlich noch eine zweite Truhe machen gleich. Den Baum noch fällen und dann war's das schon wieder. So. Kohle, Kohle, Kohle. Jo, kommt das gleiche raus, okay. Da warte ich aber noch kurz mit dem Essen. Wir können mal noch refine. 1, 2, 3. Nee, das waren noch nicht 3. Ja, das ist ja sauteuer. Das ist ja sauteuer. So, und dann war hier irgendwie Structures. Und da können wir noch eine. Die bauen wir hier drüben hin. Da kommen nämlich die Kaninchen rein. Vor allem, die leben noch, ne? Die werden einfach so lebendig in die Kiste geschmissen. Genau, so muss das. Dann können wir hier noch ein bisschen unser Zeug sortieren. Steine haben wir auch so gut wie keine mehr. Gut, dann würde ich jetzt allerdings sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Die erste Woche habe ich überstanden. Die ersten 5 Tage zumindest. Dann würde ich sagen, sehen wir uns später wieder. Ciao!